Und willkommen zu einer weiteren Folge von Destiny 2 zurück zu unserem Warlock. Leider haben wir noch nicht die Solarfähigkeit, aber die werden wir nämlich in dieser Folge noch kriegen. Wir wollen heute mit der Ewigkeit beginnen und zwar wollen wir mal treffen. Ich will nämlich bei jeder Folge mal was abklappern und zwar heute ist wie gesagt die Ewigkeit, vielleicht gehen wir nächstes Mal in die träumende Stadt und gucken da was. Und dann machen wir die Shadowkeep-Quest. So wäre es doch perfekt. Und es ist das erste Mal, wo ich mit meiner neuen Tastatur aufnehme. Also schon geil. Und gestern war schön Weihnachten. Hab's echt genossen. War echt geil. Gut, da sind wir auch schon drinne. Und der Sur hat was. Ich bin ein Agent der Neuen. Als du dich näherst, verbeugte Sur sich demütig vor dir. Verzeihe bitte, dass ich dich entführt habe, sagt er. Ich hatte keine Wahl, es war der Wille des großen Sternenpferdes. Sur macht eine ausweichende Geste und du spürst, wie der Blick eines Pferds die Grenzen deines Geistes streift. Wie du siehst, hat das Pferd mir Schätze aus dem ganzen Paraversum vertraut. Aus Realitäten, die von unseren eigenen weit entfernt sind. Die meisten würden den Verstand verlieren, wenn sie auf derart unmöglichen Dingen belegt werden. Aber du, Sur nickt und spricht mit bedächtig gedämpfter Stimme weiter. Du wurdest vom Pferd auserwählt. Ein Wiehern hallt in deinen Gedanken wieder. Geil! Geil, geil, geil. Danke für diese Quest. Das alles hat nämlich mit den 30 Jahren Bande. Ja, 30 Jahre Bungee-Bande, genau so. So muss ich sagen. Nimm dies von den Neuen an. Genau, das werde ich auch. Ich hoffe, dass ich wieder hier sein werde. Das hoffe ich auch. So, und wir könnten auch vielleicht den Raid. Ich sag schon Raid. Wieso sag ich Raid? Ich mein den den Dungeon. Vielleicht machen wir den auch. Haben wir ja eigentlich auch die Quest dafür. Mein Wille gehört nicht mir. Ja, mein Wille. Dein Wille dir? Vor dem Abschluss, genau, hier brauchen wir die Triumphe, genau. Die ganzen Triumphe. Ich glaube, vom Pferd bekomme ich die Quest, oder? Was auch immer das jetzt war. Nee, ich krieg nur hier so eine Kiste. Und what the fuck sind das für Aufgaben? Aber dafür kriegt man nochmal so eine Kiste. Ich hab's aber auch heute wieder mit meinen Reden. So, öffnen wir mal hier. Oh, das ist eine Halo-Waffe. Wie cool. Boah, die will ich haben. Scheiß mal auf die Sniper und das Fusionsgewehr. Brauche ich nicht. Ich hab das Teil. Ich bringe eine Nachricht von den Neuen. Das Sternenpferd war von deiner Leistung angetan, erklärte Sur. Du warst äußerst zufriedenstellend. Wenn du dem Pferd noch mehr Unterhaltung bietest, wenn du eine Astramene mit wunderschönem Sternlicht zum Leuchten bringst, wird es mir gestatten, dir weitere Geschenke aus dem paravesalen Strandgut zu überreichen. Okay, ich habe genug zum Lesen. Eieiei. Ich habe Schwerter bekommen, die beide gleich sind. Warum bekomme ich genau zwei davon? Naja, muss ich nicht verstehen. Gut, Dankeschön, Zur. Das ist wirklich nett. Gib mir nochmal die anderen Relikte. Auch wenn die auch ziemlich Schrott sind. Ich krieg irgendwie die ganze Zeit diese Schrotflinte. Okay, ich nehme lieber das Schwert. Weil das kann ich noch weiter verbessern. Ich habe jetzt zweimal die gleiche Schrotflinte bekommen. Ich würde die fusionieren. Oh, ja. Let's go. Machen wir einfach mal. Und die andere schmeißen wir weg. Denn zweimal brauche ich nicht dieselbe Waffe.
Okay, danke, Sue. Wirklich sehr, sehr nett. Hier könnte ich auch andere Truhen öffnen. Erfordert aber noch irgendwie weitere Ränge und so. Ist alles verrückt. Und wie gesagt, kann man hier den Dungeon machen. Ich weiß aber nicht, wo kriege ich denn diese Dungeon-Quest? Da bin ich noch ein bisschen ahnungslos. Vielleicht kriege ich die auf dem Kosmodrom. Egal, werden wir dann alles nochmal erfahren. Ich werde jetzt erstmal zur Ewigkeit gehen, nämlich der Mutprobe der Ewigkeit. Und wir werden uns dort drinnen sehen. Bis gleich, normal aber. Bis gleich. Ist Xur ein bescheidener Vermittler für Mächte, die mein Verständnis übersteigen? Mir wurde befohlen, dich in die Ewigkeit zu rufen. Verzeih die Störung. Ich hoffe, du überlebst. Danke für die Nachricht nochmal, Sur. Ich wusste jetzt nicht, dass sowas noch kommt. Deswegen kann das sein, dass ihr kurz irgendwas anderes gehört habt. Naja, okay, aber es geht auch direkt los. Am besten, ich cutte jetzt erstmal noch nichts, denn es geht los, Leute. Ich bin aufgeregt. Dieser Ort ist die Ewigkeit. Eine Ebene zwischen den Realitäten, in der die Paraversen zusammenlaufen. Hier warten unvorstellbare Gefahren und unermesslicher Reichtum. Hui, Reichtum, Macht, Geld. Beschreibt mein Leben, Spaß. Okay, erste Runde. Ich weiß, wie die Mutproben der Ewigkeiten gehen. Ich habe, glaube ich, ein ganzes Video darüber gemacht. Und das ist bis heute immer noch das erfolgreichste Video auf meinem Kanal. Das ist so heftig. Du musst dir das mal vorstellen. Ich mach mal hier den Sound ein bisschen leiser. Und das ist ultra laut. Oh, mach mal aus 6. Oh. Gruß aus der Vergangenheit. Besiege Kämpfer mit deiner Super- und anderen Klassenfähigkeiten. Supers gewähren den größten Fortschritt. Ja, jetzt werden hier das Rad gedreht und dann wird hier eine Spezies ausgewählt. Jetzt sind es die Vex. Wenn ihr einen kompletten Guide hören wollt mit meiner richtig ekelhaften Stimme, mit dem richtig schlechten Mikrofon, klickt einfach auf das Video, was ich euch in der Beschreibung verlinkt habe. Ah, warte, ich will den killen. Jawohl. Also ich mache jetzt nicht so ultra viel Schaden, weil ich bin ja auch erst gerade im Spiel drinne sozusagen. So. Gib mir Loot. Ah, es freut mich, dass ich wieder Spaß habe an Destiny. Destiny 2 ist ja auch ein richtig cooles Game, aber man muss ja für jedes Scheiß bezahlen, wirklich. Für jedes kleine DLC. Deswegen bin ich immer froh, wenn irgendwas kostenlos ist. Auf Befehl des alterslosen Pferdes strömen weitere Feinde in dieses Reich. Okay. Noch mehr Übeltäter kommen aus dem Reich des Ewigkeitsreichs. Das hat keinen Sinn gemacht. Oh ja, stimmt, jetzt können wir die Laserwaffen und dann können wir auf ihn hier raufschießen. Oder rauflasern, eher gesagt. Und damit war's es mit ihm. Boah. Also hier gibt's auch so kleine Buffs, die so auf dem Boden liegen. Und die geben dann halt verschiedene Sachen, wie man kann höher springen oder man kann mehr Schaden machen. Was weiß ich. Boah, ich mag die Schrotflinte, die ist cool. Komm, verschwinde hier! Ich kann mir auch eine Exo finden. Ich glaube, das wollen wir dann auch noch in ein paar Parts herausfinden. Was für eine Exo hier man finden kann. So, lasert mal den hier an. Das wäre schön, weil ich will hier weiterkommen. Ah, hier ist noch so ein Lasertour. Ich glaube, endlich ist das Weihnachtsevent vorbei. Oder? Nein, es ist immer noch da.
Oh, es ist immer noch da. Das protogalaktische Pferd möchte, dass ihr unseren waghalsigen Hindernisparcours durchquert. Oder ich werde so angestrahlt von dem Weiß auf dem Boden. Oh, jetzt nicht verkacken. Nein, 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 nein. Warte, wir landen hier drauf. Warte, warte. Oh. Trick 17. Lol, ich hab's geschafft. Genau, immer den oberen Weg schaffen, weil der gibt dann Bonuspunkte. Ja. Ich sage es und verkacke es. Tretet vor und seht unser Rat. Nein. Oh, schade. Egal, beim nächsten Mal wird's besser. Ich finde, dieser Spielmodus macht alles gut, weil den kann man einfach mal so spielen. Ich finde, das fehlt auch bei Destiny. So diese Modi, die man mal ab und zu mal spielen kann. So einfach mal schnell anschießen, einfach schnell mal machen. Auch wenn sie unfreiwillig in unserem Studio sind. Applaus für die Besessenen. Die Besessenen. Ah, die Viecher schon wieder. Das Feuer entzünden. Sprich mir die Core. Die Ford würde sicher gern von deiner neuen Macht erfahren. Die ich noch nicht mal erhalten habe. Musste sie freischalten. Ganz schlimm. Ich mag ja aber diese Buffer, die ja wie gesagt aus Halo stammt. Könnten wir eigentlich auch noch neu meistern. Warte mal. Genau. Und dann werden wir hier nämlich ein paar Verbesserungskerne reinballern. 6, 7. Ja. Leider nur bis Level 7. Schade. Ich wollte sie komplett meistern. Das klang irgendwie gerade nicht gesund. Das Pferd wünscht sich einen weiteren Beweis eurer Fähigkeiten. Ja, da freut sich das Pferd. Oh ja, was war denn das gerade für Geruckel? Das war ziemlich krass. Oh, uiuiui. Genau, die müssen wir jetzt da reinwerfen. Ich darf die Kamera aber irgendwie gar nicht so weit hochheben. Finde ich schade. Ich will sie noch höher machen. Oh, hier sind sehr viele Lichtsphären. Alter, wie das hier ruckelt. Hilfe. Mal kurz meinen Lichtgriff machen. Alter, was ruckelt denn das die ganze Zeit so? Richtig merkwürdig. Naja. Hört er dann wieder auf. Das ist ganz gruselig irgendwie gerade. Ach, die gleiche nur. Das Pferd nur ein schlechter. Ruft einen mächtigen Besessenen herbei. Ui. Zerstöre Bossschilde mit der Macht des Feuerhälsers. Was auch immer das ist. Ja, nimm doch. Ui, das wackelt hier auch immer die ganze Zeit. Rocket. Hilfe. Mein PC kommt gerade gar nicht damit klar. Alter, was ist denn das? Oh, ich bin tot. Ja, zum Glück. Das hat jetzt irgendwie über eine Sekunde jetzt so geblieben. Naja, ist jetzt vorbei. Wir präsentieren dir drei Türen. Welche verbirgt deinen wahren Gegner? Das Pferd verlangt eine Vorhersage. Hier, die Schar. Ach, verdammt nochmal. Das waren die Wächs.
Was für ein Jammer. Die Chancen standen heute Abend nicht zu deinen Gunsten. Ist mir egal. Oh nein. Nein, dann bin ich auch noch ganz unten. Hilfe. Hallo, komme ich hier noch weiter? Nein, endlich. Diese mächtige Wächsgestalt ist alles, was zwischen euch und einem Sieg steht. Der Zytron Torlord Mutproben Champion. Vermeidet Zytrons Speerwände. Oh, oh, oh. Ja, wenn es ruckelt, Alter, was soll ich denn da machen? Ich weiß nicht, was denn gerade hier los ist. Nein, einer ist tot. Warte, ich komme. Schilde zu schwächen. Okay, ich muss jetzt erstmal Schilde schwächen. Ah, dafür müssen wir den Typen da hinten killen. Aufpassen, der ist ein Champion. Ich habe leider keine Champions-Waffen. Aber ich konnte ihn trotzdem killen. Oh, diese Hydra. Stirb doch bitte. Danke. Komm, ballert alles auf ihn rein. Macht ihn platt. Ach, nicht so nah. Bitte. Abstand halten. Jetzt kommen wieder seine Wände, diesmal viermal. Haha, der hat es nicht geschafft. Dieser Vollidiot. Kann man ihn weiter angreifen? Achso, das wusste ich jetzt nicht. So, noch einmal hier seine Wände verstehen. Ist ja recht einfach. Zack. Und auf ihn! Zack! Das Pferd schenkt euch Kraft. Nein, er hat wieder Schäde. Okay, wo kommen die, die seine Schäde wieder wegmachen? Okay, warte mal. Erstmal hier das Sturmgewehr nehmen. Ach, da hinten. Okay, haben die ausgeschaltet? Hier vorne ist noch einer. Jetzt wieder ein Champion. Haben wir. Und jetzt wieder auf! Zack! Zack! Oh, scheiße. Verfehlt. Nein, 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 nein. Zack! Zack! Da ist er down. Siegesviren. Jawohl. In der Tat. Ich pflichte dem Pferd von jenseits der Sterne bei. Danke, dass ihr heute Abend bei den Mutproben der Ewigkeit dabei wart. Ach, nicht zu danken. Und auch du, Ferry. Du warst gute cool. Nacht, Xur. Du warst cool. Wenn man hier übrigens alles richtig macht und auch bei den Dingens richtig liegt, bei den Entscheidungen, welche Fraktion jetzt kommt, dann bekommt man mehr Truhen und mehr Belohnungen. Ja. Alles super hier. Super, super, super. Ich will hier noch den Beutezug haben. Genau. Was ist das eigentlich hier? Schieße die folgenden Ziele in einer einzigen Durchlauf der Mutproben der Ewigkeiten ab. Uff. Ja, das ist mir zu viel. Okay. Wir gehen jetzt nochmal auf den Turm, weil wir haben die Quest für die verschiedenen Fokusbäume freigeschaltet. Gut, bis gleich bei Ikora. Gut, die Ikora hat was Dein für Licht uns. Licht ist noch nicht erloschen. Na, laber mal nicht. Laber mal kein Dünnes. Einmal der Sturmbeschwörer Fokus und der Dämmerklinger Fokus. Gut, hier können wir auch die ganzen Sachen noch holen. Zum Beispiel die andere Fähigkeit. Die anderen Fähigkeiten.
die Nahkämpfe oder Zwichern. Ah, natürlich. Oh, natürlich, stimmt. Du willst ja das lieber haben statt das andere. Versteh schon. Sorry. Das musste sein. Also. Dann noch die anderen Granaten. Ne? Dass das auch nicht alles automatisch ist. Ich muss jede einzelne Kacke hier anklicken. Möge es dir gute Dienste leisten, Hüte. Ja, wird es auf jeden Fall. Und dann halt noch die Aspekte, die ganz wichtig sind. Da brauche ich auch erstmal eine Ewigkeit. Oh Gott, möge warum es sind dir das gute so viele? Dienste leisten, Hüter. Hilfe. Ich habe nicht mal so viel Geld. Okay, das reicht. So, und den anderen Fokusbaum. Möge es dir gute Dienste leisten, Hüter. Mein Konto ist gleich leer. Gott. So. Dann nimm es. Ja, ich nehme alles. Ah, natürlich. Gut, und noch hier die beiden. Dann reicht es auch erstmal. Weil ich habe jetzt genug ausgegeben. Okay, und gib mir das ganze Zeug. Perfekt. Jetzt darf ich auch meinen Fokusbaum auswählen. Ich will Dämmerklinge. Das behalte ich mal. Genau wie den Rift. Obwohl, ich könnte eigentlich auch Phönix Sturfluss nehmen. Denn das sorgt dafür, dass ich auf den Boden stempfe und dann bekomme ich ein bisschen Heilung. Deswegen nehme ich das lieber. Das ist gut. Verbrennerschnipsen. Ja, die Granate ist auch okay. Man kann auch eine Heilgranate nehmen. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich habe zwei von den verschiedenen Aspekten. Hast du neue kaum Ahnung für mich? Aber ich nehme jetzt hier einfach irgendwelche. Zack. Nicht die Nerven verlieren. Wir haben so, so viel das geht Wissen eigentlich im Krieg verloren. Ja, jetzt halt mal die Klappe. Eine Schande, gut, dass ich so. Ich nehme es. Da haben wir ein bisschen gelevelt. Haben wir noch mehr hier bei der Quest? Nee, eigentlich nicht. Da fehlt doch was. Wir haben jetzt hier noch andere Quests bekommen. Was ist das hier? Besiege Kämpfer mit deiner Super. Okay, das ist die Quest. Ja, alles super. Ich werde jetzt erstmal die Quest für die Mutproben der Ewigkeit und der Exo-Quest finden. Wir sehen uns gleich wieder in einem anderen Video.